Nach drei langen Semestern Online-Lehre kommt das, worauf wir Studierende uns wahrscheinlich am meisten freuen, endlich wieder ein Präsenzsemester. Infos und Hinweise dazu hat die Unileitung am 27.09. per Rundschreiben an alle Studierenden rausgeschickt. Bei euch sind allerdings noch ein paar Fragen offen geblieben. Die konntet ihr in der Story vom Instagram-Kanal der WWU stellen und wollen die jetzt auch beantworten. Wer könnte das besser als unser Rektor? Dazu begrüße ich herzlich Herrn Professor Vestis bei mir. Hallo. Hallo. Und die meistgestellte Frage war, ob der Impfnachweis digital vorzeigbar sein muss. Der Impfnachweis ist völlig egal, ob digital oder analog, notwendig, um den Sticker auf den Studierendenausweis zu bekommen, der sozusagen die schnellstmögliche Zugangsmöglichkeit zu einer Veranstaltung ist. Und ansonsten gilt für alle die, die noch keinen Studierendenausweis haben, ist natürlich egal, ob analog oder digital, das Impfzertifikat oder ein gültiger Test auch der Zugang und die Erfüllung der 3G-Regel. Denn ein großer Vorteil der letzten Semester war die Aufzeichnung von Vorlesungen. Ist das denn weiterhin möglich? Es ist möglich, Vorlesungen aufzuzeichnen, aber wir sind in einem Präsenzsemester und deshalb wird es natürlich bestehende Angebote geben zu bestimmten Vorlesungen, die weiterhin abrufbar bleiben. Es wird sicherlich auch Lehrende geben, die ihre Veranstaltung streamen, aber grundsätzlich sind wir in Präsenz und damit ist sozusagen der generelle Anspruch auf digitale Lehre zunächst mal erloschen. Für manche Studierende kommt das Impfen nicht in Frage, aber die Schnelltests wären auch kostenpflichtig. Daher stellen die sich die Frage, warum verwehrt mir die Uni meine Bildung? Die Uni verwehrt nicht die Bildung, denn es ist geregelt, dass jeder, der sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann, weiterhin Anrecht auf kostenfreie Tests hat. Und das wird auch, die Kosten werden übernommen. Und alle, die noch nicht geimpft sind, denen können wir nur sagen, halten Sie sich bitte an die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Lassen Sie sich impfen, um hier einen sicheren Betrieb in der Universität möglich zu machen. Das ist das stärkste Petitum gewesen, was uns von Studierenden selbst erreicht hat. Für viele ein unvorstellbares Szenario nach den letzten Semestern. Finden denn wirklich Veranstaltungen mit über 100 Personen statt? Da gehe ich mal fest von aus. Wir haben alle Räume, die die Universität hat, überprüfen lassen, ob die raumlufttechnische Anlagen haben, wie groß die sind, wie die geschnitten sind. Und da gibt es Räume, da kann man mit mehr als 100 Leuten rein, da gibt es Räume, die sind anders beschränkt. Für jeden Raum gibt es eine maximale Personenzahl, die auch kommuniziert ist. Und wir freuen uns darauf, diese Säle entsprechend auch wieder füllen zu können. Was passiert denn, wenn man dann in so einer großen Veranstaltung sitzt und da ist noch jemand mit dabei, der sich infiziert hat? Was passiert dann? Es passiert dann das, was überall im öffentlichen Leben passiert, nämlich jeder, der weiß, dass er infiziert ist, muss das dem Gesundheitsamt melden. Und die einzige Chance, wie Sie als jemand in so einer Veranstaltung davon mitbekommen können, ist, wenn Sie alle die Corona-App benutzen und der Betroffene eben seine Infektion in der Corona-App einstellt. Nur so kann eine Information erfolgen, denn die generelle Nachverfolgung gibt es nicht mehr, die ist untersagt. In den letzten Semestern gab es die Freiversuchsregelung und da stellen sich viele Studierende die Frage, gilt das auch noch weiterhin jetzt im Präsenzsemester? Ja und nein. Also es gilt für alle Veranstaltungen, wo die Prüfungsleistung zu den vergangenen Semestern zählt, gilt nach wie vor diese Freiversuchsregelung. Für alle Prüfungsleistungen, die jetzt zu erbringen sind, gelten die Regeln, wie sie vorher auch gegolten haben. Natürlich gibt es auch unter den Studierenden Hochrisikopatienten, die dementsprechend auch Angst vor Präsenzlehre haben. Was wird denen denn geraten? Die sollen sich am besten dezentral in ihren Fachbereichen beraten lassen durch die Personen, die wir dort haben, die für Leute mit Beeinträchtigungen oder chronischen Erkrankungen zuständig sind. Das wird im Einzelfall zu entscheiden sein, weil es wirklich auf die Art der Beeinträchtigung ankommt. Darf ich Ihnen zum Schluss noch eine persönliche Frage stellen? Nur Mut. Was hat Ihnen in den drei Semestern Online-Lehre am meisten gefehlt? Sowas, was wir gerade machen, der direkte Austausch und vor allen Dingen auch mit Leuten, mit denen man nicht immer so zu tun hat. Ich persönlich habe gemerkt, dass ich digital super zusammenarbeiten kann mit Leuten, die ich kenne, die ich einschätzen kann. Aber das, was wir eigentlich insbesondere die Erstsemester hier tun, nämlich neue Leute kennenlernen, neue Verbünde auszuprobieren, auch sich selbst zu reflektieren, das ist etwas, das funktioniert im digitalen Raum nicht. Und deshalb sind wir so froh, dass möglichst viele wieder hier in der Uni sind.
Ja, vielen Dank, Herr Wessels, und auch vielen Dank an euch, dass ihr die ganzen Fragen eingeschickt habt. Wenn ihr trotzdem noch mal was nachlesen wollt, dann geht auf die Webseite der WWU. Dort gibt es noch mal die Corona-FAQ.